Die Sanierung der Schneppendorfer Straße in Grossen befindet sich auf der Zielgeraden. Ab Montag soll der Verkehr zwischen Rathaus und Paul-Leonhardt-Straße wieder rollen. Die Arbeiten dauerten länger als erwartet. Ursprünglich war die Fertigstellung schon Anfang Oktober geplant. Seit dem 23. Juni war die Schneppendorfer Straße in Grossen gesperrt. Im Auftrag des Tiefbauamtes wurde der 340 Meter lange Abschnitt zwischen Rathaus und Paul-Leonhardt-Straße grundhaft saniert. Ein Vorhaben, welches die Stadt schon seit 2002 in der Schublade hatte. Wir haben seit vielen Jahren schon geplant, die Schneppendorfer Straße grundhaft zu sanieren. Bisher fehlen immer die finanziellen Mittel. Es ist ja keine verkehrswichtige Straße. Das heißt, hier gibt es über die normalen Richtlinien des kommunalen Straßenbaus keine Fördergelder. Allerdings hat uns hier dieses ILE-Programm, Integrierte ländliche Entwicklung, weitergeholfen. Und über dieses Programm haben wir 85% der Nettobaukosten gefördert bekommen. Damit bestand endlich die Chance, das ehrgeizige Projekt in Angriff zu nehmen. Ende Juni war der Baustart. Also der komplette Straßenoberbau wurde erneuert in der Tiefe bis 60 cm. Und in diesem Zusammenhang sind halt Asphalt, 2.500 Quadratmeter, die Gehwege sind erneuert worden. Ja, was das die üblichen Leistungen sind für den Straßenbau. Trotz der langfristigen Planung dauerten die Arbeiten länger als ursprünglich vorgesehen. Die Verkehrsfreigabe sollte bereits Anfang Oktober erfolgen. Die Schiebergestänge in der Trinkwasserleitung mussten komplett ausgetauscht werden. Das war vorher nicht so geplant. Dann hat sich der Antennenkabelbetreiber doch noch entschlossen, sein Kabel mit umverlegen zu lassen. Das war auch so nicht geplant, obwohl die Medienträger alle vorher angeschrieben wurden. Und so kam es eins auf andere. Beispielsweise die hinter uns stehende Einfriedung des Containerstandplatzes war nicht ganz sicher vorher. Es waren also viele zusätzliche Arbeiten, die letztendlich zu dieser Verzögerung geführt haben. Auf die Kosten der Maßnahme hatte die 6-wöchige Verzögerung keinen Einfluss. Der finanzielle Rahmen konnte eingehalten werden. Wir hatten ursprünglich knapp 500.000 Euro veranschlagt für dieses Bauvorhaben. Am Ende kommen wir mit ca. 400.000 Euro raus, also sprich ca. 100.000 Euro weniger als geplant. Bei Bereitstellung der notwendigen Fördermittel soll die Schneppendorfer Straße im kommenden Jahr bis zur Ernst-Otto-Straße zu Ende gebaut werden.